Herzlich willkommen im Endless Space Universum und es gab in der Zwischenzeit ein Patch und ein Content Update, ein Free Content Update, nämlich Muck and Makers, also Dreck und Macher. Und mit diesem Update wurde auch eine neue Miner Faction eingeführt, die Basrüxo. Wie ich das gesehen habe, so amphibische Wesen, fast froschähnlich. Ich habe sie noch nicht entdeckt im aktuellen Spiel, aber die werden wahrscheinlich auch erst in einem neuen Spiel spawnen. Und eine neue Quest und einen neuen Hero, der Basrüxo, nämlich Vor Zagash Jebel. Naja, so viel zum Patch und Content Update. Übrigens wurden bei dem letzten Endless Free Weekend, wo man Endless Space 2, an dem man alle Endless-Spiele frei spielen konnte, 3,5 Millionen Sternsysteme aufgedeckt in allen Spielen. Und es waren, soweit ich noch weiß, fast 8000 Spieler gleichzeitig online im Spiel. Ja, also es war ein voller Erfolg und die Amplitude-Server sind sogar, oder die Webseiten sind sogar ein wenig zusammengebrochen unter der Last der Anfragen. Naja, lieber so, als wenn sich keiner dafür interessieren würde. Aber weiter geht's im Spiel. So, da wären wir und wir hatten in der letzten Folge, soviel ich noch weiß, mit den Lomeris verhandelt. Und ein Handelsabkommen. Oh, you really like us, don't you? Ja, yes I do. Wir hatten ein Handelsabkommen geschlossen, Frieden geschlossen, ja. Mit denen läuft es also zunehmend besser und ich will als nächstes eine Allianz anfragen. Da müssen wir allerdings noch ein wenig Einfluss sammeln, aber ich habe jetzt meine Systemverbesserung daraufhin optimiert, dass ich mehr Einfluss reinbekomme. Also Punkte. Ja, okay. Das wäre gut, wenn das klappt. Wir sind ja bisher mit den Baumwesen, den Navi-We, den Unfallen in einer Allianz. Genau. Abkommen der Nationen. Nur die Rissgeborenen, die sind... Ah, genau, wir hatten ja den Frieden erzwungen mit den Rissgeborenen durch eine Diplomatie-Finte. Das heißt, sie sind noch für ein paar Runden, ich weiß gar nicht wie viele, zum Frieden verdammt sozusagen mit uns. Die waren ja nämlich die Aggressoren bisher. Weiter geht's. So, wir hatten eine Tech bekommen, mit der wir unsere Halbmonde aufwerten können, soviel ich noch weiß. Eine neue Tech. Und zwar ging es da um Terraforming-Möglichkeiten. Ah, da ist sie. Aus 1 macht 2. Die hatten wir, glaube ich, durch eine Quest bekommen oder durch eine legendäre Tat. Es ist, als würde man sein erstes eigentlich lausiges Raumschiff, an dem viele Erinnerungen hängen, gegen ein neues Modell eintauschen. Der Aufstieg zu einem Doppelhalbmond ist bittersüß. Doppelhalbmond, auch nicht schlecht. Das werden wir natürlich tun. Wir kriegen dadurch mehr Bevölkerungsplätze, Fragezeichen. Ich glaube schon. Das dauert ja meistens nur eine Runde. Das heißt ja doch, in dem Fall dauert es nur eine Runde. Terraforming dauert gewöhnlich viel länger, fällt mir gerade ein. Manche Sachen, dass man die Planeten aufwertet, verbessert. Aber das geht zum Glück sehr schnell, nämlich nur eine Runde. Und ich nehme mal an, wir können dann mehr Pops hier unterbringen auf den Halbmonden, ohne in den Malus-Bereich reinzukommen. Genau, ich bin auf Einfluss hier getrimmt, also dass ich mehr Einfluss generiere für die nächsten Baumaßnahmen. So, das hätten wir. Was stand noch an? Wir sollen ein Schiff bauen. Und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, ob wir schon jetzt die besseren Waffen haben. Deswegen mache ich das wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. In der letzten Folge hatte ich nämlich festgestellt, dass wir noch keine super Waffen haben, damit wir hier locker über 1400 Angriffskraft kommen. Aber ich wollte noch was unternehmen. Und zwar mache ich mir ja zunehmend Sorgen,
dass nach dem Friedenserzwingen die Rissgeborenen mich wirklich mal angreifen hier, dass sie auch mein Heimatsystem oder das Heimatsystem des Schemenkorps wirklich enttarnen. Ja, und uns dann quasi angreifen. Und wir haben ja unseren Migrationssender hier im Nachbarsystem quasi auf einem Special Note, der allerdings auch sehr nah an den Rissgeborenen dran ist, wie man sieht. Die übrigens hier eine Singularität aufgebaut haben. Ja, da können sie halt die Zeit manipulieren. Ich habe sie nur selbst noch nicht gespielt, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber das ist zu deren Vorteil und zu unserem Nachteil. Schwer von auszugehen. Und ich hatte jetzt vor, einen anderen Special Note zu hacken, der weiter weg ist und ja, sicherer. Ich meine, hier unten hätte ich mir was ausgeguckt. Also das ist vielleicht ein bisschen zu weit abgelegen für schnelle Schiffsreisen, aber das hier gefällt mir eigentlich sehr gut. MRK 180. Haben wir noch eine Hacking-Operation frei? Haben wir. Dann würde ich sagen, hacken wir. Wir sind ja in der Nähe schon. Von... Ja, ist eigentlich wurscht. Nehmen wir den hier. Nee, ist sogar verschlüsselt. Aber das spielt jetzt, glaube ich, keine Rolle, weil er ja niemand ist. So, das dauert... 3 Runden, ja. Ich denke mal, wir müssen uns auch nicht so beeilen jetzt gerade. Aber wir haben ja genügend Bandbreite, sehe ich gerade. Vielleicht könnten wir das sogar noch beschleunigen. Geht das? Nee, geht gar nicht. Okay. Ja gut, 3 Runden ist zu verschmerzen. So. Das heißt, wir könnten dann im Notfall hierhin emigrieren, wenn der Migrationssender da etabliert ist. So. Was war noch zu tun? Hier war Imane Cruyff, unsere neueste Heldin. Und sie kann sich gerade hier eine Expedition starten. Ja, kann sie. Wir kriegen mehr Erfahrung für die Flotte, für die Schiffe. Das war's dann auch schon. Ja, so viel gibt's hier nicht zu tun gerade. Ein Piratensystem. Vielleicht sollte sie sich jetzt auch ein bisschen zurückziehen hier von den Piraten. Sie hat nämlich auch nicht die allerstärkste Flotte. Vielleicht in Richtung... Ja. In dieses System hier. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts zu erforschen gerade. Doch, hier bei den Ungefallenen gibt es sogar noch was. Okay. Ja, vielleicht dorthin. Die greifen uns ja nicht an, sind ja unsere Verbündeten. Fliegt sogar direkt rüber, quer durch den Raum. Sind hier die Rissgeborenen? Gut, wir haben ja gerade Frieden und ich kann sie natürlich dann nicht angreifen. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Naja, gut. Ich will ja sowieso keinen Krieg anfangen, wenn es irgend geht. Wir sind ja Pazifisten. So, was war hier noch? Unsere Hauptflotte wartet hier. Wartet auf was? Gute Frage. Ich glaube... Ja. Ich glaube, mit der Flotte wollte ich vielleicht mal in Richtung Heimat fliegen. Erstens, um sie aufzurüsten. Und zweitens, falls es zu einem Gefecht kommt. Hier gibt es noch eine Anomalie. Vielleicht fliege ich mal hier rüber.
Was gibt es hier? Hier gibt es auch noch was zu holen. Wieso war ich da noch nicht? Wie lange wird es dauern? Eine Runde? Zwei Runden, okay. Es geht noch. Haben wir überhaupt Sonden? Ja, ich meine schon. Ja, genau, wir haben Sonden. Okay. Weiter geht's. Was wollte ich hier tun? Eine Expedition starten, genau. Wir bekommen mehr Orichalzix. So, wo wollte ich hin? Unser Heldenschiff. Ja, hier oben gibt es noch was zu holen. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu holen. Soweit ich das sehen kann. Genau, hier gibt es noch jede Menge zu holen. Fliegen wir erstmal hier rüber zu den Lumeris. Sollte ja nichts passieren. Und wir sind ja getarnt. So, ich glaube, das war's. Zug beenden. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge das Schiff bauen mit der Angriffsstärke. So, zunehmende Spannungen in der Galaxie haben zu erhöhten Preisen für Militärschiffe geführt. Das ist natürlich nicht so gut, wenn wir gerade ein Schiff bauen wollen. Dumm gelaufen. Die Stimmung wird aggressiver. Genau, wir wollten die Handelsgesellschaften erforschen, weil wir mit den Lumeris handeln wollen. Obwohl wir keine guten Händler sind von der Fraktion. Wir haben da, glaube ich, einen fetten Malus drauf. Muss ich nochmal nachgucken. Naja, aber lieber ein bisschen handeln als gar nicht handeln. Genau, wir bauen... Ach ja, genau, wir haben die Halbmonde erweitert. Da wollte ich mal schauen, wie das aussieht. Ah, wir haben endlich Zoidan gehackt. Das ist das Hauptsystem der Horatio. Das ist sehr gut. Und... wir könnten jetzt einen Schläfer entführen und daraus einen Superpop machen, einen Schemenschatten. Wir könnten eine Tech stehlen, also Industriespionage. Wir könnten die Unruhe fördern, durch Revolutionäre unterstützen. Wir könnten die Flottenbewegung für 5 Runden verhindern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nicht schlecht, was man hier alles kann. Die Regierung sogar umstürzen. Wahnsinn. Ja, was tue ich jetzt? Na, ja, das würde natürlich ordentlich für Chaos sorgen. Ich überlege jetzt, ob ich wirklich so aggressiv schon vorgehe. Oder ob ich erst eine Tech stehle. Also das verlockt mich jetzt irgendwie. Ja, da wir auch ein bisschen knapp bei Kasse sind, dustmäßig, würde ich ganz gerne mal die Astrofinanzen, was bringt das überhaupt? Genau, mehr Dust pro Pop pro Planet, ja. Gut, wir haben natürlich nur die Halbmonde, was nicht so viele Pops generiert, aber ja, wir können das ja noch erweitern. Die kommerziellen Rahmenbedingungen erforsche ich gerade. Könnte ich natürlich auch beschleunigen, aber da hätten wir jetzt sofort einen Effekt durch, weil wir müssten ja erst noch einen Handelsposten bauen. Ja, und das ist was mit Produktion. Also da würde ich glatt die Astrofinanzen stehlen wollen. Hehe. Sehr gut.
So macht das Hacking Spaß. So, wir bewegen die Schiffe. Falls man das irgendwie sieht jetzt, genau. Ach ja, ich wollte mit dem Explorer noch hier hochfliegen, weil es da so viele Anomalien gibt. Es dauert. Erstmal hier hin, genau. Genau, eine Runde noch. Hier war. Ja, was war hier? Eine Expedition zu machen. Wir bekommen Quadrinix. Sehr gut. Ende des Ereignisses Fortschritt. Wir kriegen weniger Wissenschaft, dafür wieder mehr Produktion. Na gut, schade. Ich bin immer mehr für Wissenschaft. Wir haben ein neues Asteroidenfeld entdeckt. Ja, ist nicht so spannend. Wir können ja sowieso nur wenig Einfluss generieren, so. Also was die Ausbreitung angeht. Das ist nicht so interessant. Und wir haben die Astrofinanzen und können jetzt ja mehr das generieren, weil da sind wir gerade ein bisschen knapp bei Kasse sozusagen. So, wer muss sich noch bewegen? Wer hat noch nichts zu tun? Da wollte ich noch eine Expedition starten mit meinem Helden, ein neues System aufdecken. Volans. Oh, das ist noch eine gelockte Kuriosität. Da müssen wir jetzt eine höhere Expeditionsstärke erforschen. Ah, das fehlt noch. Genau. Steht noch auf der Liste, aber es dauerte, glaube ich, relativ lange. Wie lange wird denn das dauern? Hatte ich, glaube ich, schon mal geschaut in der letzten Folge. Hilfe. Na, das Zoom ist ein bisschen komisch. So. Es war, glaube ich. Was hier? Genau. Würde dauern. Ah, wirklich sehr lange. Aber ich glaube, ich tue es mal trotzdem in die Pipeline, weil sonst kriegen wir es ja nie. Danach kommt noch verbesserte Kampfmodule. Waffen. Ja, genau, so lassen wir das mal erstmal. So, wo gibt es noch was zu holen? Da gibt es auch noch was zu holen. Könnte ich mal derweil hier rüber fliegen? Da war ich noch gar nicht, glaube ich. Und gibt es hier noch was zu holen? Im Hoheitsgebiet der Sophons? Nicht wirklich. Ja, hier habe ich schon alles abgegrast. Dann könnte das Schiff. Ja, es ist getarnt. Das könnte ja ein bisschen spionieren hier, sozusagen. Die Flottenstärken mal auskundschaften und so. Von daher lasse ich es mal da. Vielleicht noch eine Sonde losschicken, ob ich irgendwas übersehen habe hier. Ich glaube zwar nicht. Naja, wer weiß. Mal ein bisschen spähen. Dafür haben wir sie ja, die Sonden. So, was wollte ich? Wollte ich schon das Schiff bauen oder erst in der nächsten Runde? Ich glaube. Können wir das schon? Dann wäre nämlich die Quest abgeschlossen. Ich glaube, ich probiere es, aber ich gehe erst in die nächste Runde. So. Ah, wir können wieder hacken, genau. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Und zwar hätte ich jetzt Lust, dieses Säudern-System mehrfach zu hacken. Haben wir hier eine Backdoor? Irgendwo hatten wir doch eine Backdoor. Ich meine hier, das ist eine Backdoor. Nee, oder? Das ist doch eine Backdoor. Haben wir jetzt hier eine Legende?
Na gut, ich probier's mal. Neue Hacking-Op. Ja, es muss eine Backdoor sein. Ja, vielleicht mal hier rüber hacken. So. Vielleicht könnten wir wirklich die Politik destabilisieren. Wäre nicht schlecht. Und wir können das Ganze beschleunigen. Sollte klappen. So. Und wir könnten eventuell noch unser System hier schützen. Abriegeln würde. Die gegnerische Hacking-Geschwindigkeit reduzieren. Würde vielleicht Sinn machen. Ach, das ist bereits aktiv. Okay, dann brauchen wir es natürlich nicht. Dann war das hier das Verschlüsselungszeichen. Ach nein, das war ja schon installiert, genau, alles klar. Dann würde ich sagen, lassen wir es einfach mal so laufen. Oder können wir noch was Sinnvolles machen? Umlenken? Brauchen wir nicht. Huckepack. Bandbreite sparen. Ja, beschleunigen. Können wir es vielleicht noch woanders beschleunigen? Unterwegs. Das... Ach, hier haben wir die Backdoor. Ah. Ja, ich war blind. Wir haben ja hier die Backdoor, aber gut, dann werde ich vielleicht hier etablieren, das Programm. Ja. Was? 17 Runden? Das wird wohl ganz schön lange. Ja, war natürlich jetzt ein bisschen unschlau, dass ich nicht von Deki gehackt habe, weil da hatten wir ja die Backdoor. Das hatte ich jetzt gar nicht beachtet. Schade ein bisschen. Ah, 17 Runden. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Aber wenn ich das jetzt cancele, kann ich das canceln? Ich glaube nicht. Ohne Strafe. Das Ziel oder den Pfad ändern? Vielleicht den Pfad ändern? Geht es vielleicht schneller, wenn ich es hier über die Backdoor? Ich glaube, nein, das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn so. Naja, okay, das war jetzt suboptimal, aber 17 Runden. Aber ich glaube, wenn ich es abbreche, kriege ich eine Strafe aufgebrummt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gut ist. Aber 17 Runden ist mir wirklich zu lange. Ich glaube, ich breche es ab. okay, was wäre die Strafe? 5 Runden lang ein Malus von 30 weniger Bandbreite. Ja, okay, ich denke mal, das kann ich verkraften. Und ich möchte jetzt von Deki aus hacken. So. Nein, ich will doch nur den Wegpunkt haben. So, jetzt haben wir es. Okay. Das würde nämlich nur 6 Runden dauern. Ja, das hat sich gelohnt, der Abbruch. Auch wenn wir ein bisschen Strafe bekommen, okay. Aber es war schon okay. Aber das möchte ich dann noch beschleunigen. Weil da ist die Gefahr geringer, dass wir zurückverfolgt werden. So, jetzt haben wir es aber hier.
Ja, ein wenig chaotisch. Aber es sollte klappen. Okay, so viel dazu. So, wollte ich noch in die nächste Runde? Ja. Dann können wir vielleicht noch das Schiff bauen. Ich hätte doch glatt meine Backdoor übersehen. Blöd. Ein neues Mitglied in der Schemkor-Familie. Nichts Schlimmes passiert sonst. So. Können wir irgendwo eine Expedition starten? Wäre nicht schlecht. Hier. Die Mane muss ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Nur rumstehen bringt ja nichts. Das war es allerdings schon. Aber da oben gibt es noch was. Bei unseren Freunden, den Bäumen. Hier auch. Neues System. Ursa. Nicht Ursus, der Bär, sondern Ursa. Die Bärin? Keine Ahnung. Urichalzix. Immer her damit. Ja, da ist nicht viel zu holen, außer diesem strategischen Rohstoff. Ansonsten könnte ich mal weiterfliegen. Unsere Hauptflotte, ja, wie gesagt, ich wollte zurück eigentlich. Denn, falls die Rissgeborene mal angreifen, möchte ich das mal ein wenig aufrüsten, diese ganze Flotte. Von daher würde ich sagen, ab nach Hause. Wo fliegen wir lang? Über Elektra. Oh, oh, wenn das mal gut geht. Können wir nicht lieber über das System fliegen? Also bei dem Rissgeborenen habe ich jetzt ein komisches Gefühl, da vielleicht durchzufliegen. Oder geht das nicht? Ah, da müssen wir auch. Ah, doch, geht. Genau, und dann darüber quer. Es müsste gehen. So. Ja, das war's. Genau, und jetzt wollte ich mal schauen, ob ich schon was Angriffsschiff bauen kann. Genau. Das können wir mal probieren. Meine Maus hängt ein bisschen so. Wir könnten ein neues Schiff komplett von Grund auf erstellen. Was haben wir denn für Rümpfe jetzt? Ich glaube, das andere waren alles kleine. Sonate, kleine Erkundung. Madrigal, kleine Beschützer. Strophe, kleine Angreifer. Das wird nicht reichen. Ja, also noch einen Leviathan können wir, glaube ich, gar nicht bauen, weil wir haben nur einen, maximal einen. Das müssen wir, glaube ich, erst erforschen. Deswegen nehmen wir Epos, ein mittlerer Koordinator, also ein Allzweckschiff. Mal gucken, ob wir das aufgerüstet kriegen. Mit genügend Waffenkapazität. Wir können es ja mal automatisch designen lassen, was der uns vorschlägt. Ja, wir sind bei 500 Angriff. Das reicht nicht. Gut, wir müssen natürlich auch hier das Personal rausschmeißen, ist klar. Damit kommen wir nicht weit. Ach, geht gar nicht. 700? Torpedos, Titan. 900.
einfache AGN-Geschosse. Naja, ob es das tut. So viele Sachen haben wir noch gar nicht. Aber wir können eventuell hier so ein Titanverstärker-Modul einbauen. ...1300, das bringt viel, genau. Das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch, ja, etwas über 100. Tja. Nur zwei Bewegungen, das ist sehr schwach. Flottenbeschleuniger, vielleicht mal einen besseren Antrieb, weil das ist wirklich ein bisschen schwach hier. So viel Personal braucht. Ah, ich rutsche hier ab mit der Maus. Was ist denn mit meiner Maus los? So. 6, genau, das ist okay. Jetzt brauchen wir noch ein wenig Verstärkung. Wie kriegen wir das hin? Titanschrapnell. Bringt, glaube ich. Bringt das was? Ah, nicht viel, nee. Das macht keinen Sinn. Na, wir sind knapp drunter, das ist ja ein bisschen blöd. Ein wenig blöd. Knapp drunter. Bringt es was, wenn wir noch Torpedos einbauen würden? Nein, das bringt nichts. Wir kommen allerdings auch nicht höher. Ah, wir sind 100 drunter. Immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Werd blöd. Ah, schade. Schon nicht schlecht, aber leider 100 drunter. Wir müssen uns weiterhin verschieben. Ah, schade, schade, schade. Wir müssen noch bessere Waffen erforschen. Ja, sorry. Es hat immer noch nicht geklappt. Aber ich schwöre, bald wird es klappen. Verwerfen, ja. Verwerfen. So, wir verwerfen es. Ist das nicht verwerflich? Ah, eine Expedition noch. Ein neues System. Ah, hier gibt es viel zu holen, das ist sehr gut. Teamgeist, eine Kampftaktik. Und... Antimaterie. Und wieder eine gelockte Kuriosität, schade. Ja, wir brauchen das dringend. Diese Tech-Stufe. So, Einfluss, das ist auch gut. Genau, wir könnten mit den Lumeris jetzt verhandeln. Das könnte jetzt klappen. Hoffe ich zumindest. Ah, Freund, how are you today? So, es würde kosten 329, wir haben 479. Ja. Und sie würden wahrscheinlich drauf eingehen. Hoffen wir es. Oh, this is better than good business. It's great business. That's great business. So, wir sind zu dritt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben eine Dreierallianz. Die Genai ist der Allianzabkommen der Nationen und mit Prinzipien beigetreten. Wir haben Prinzipien. Wow. Zusammenbrechenden Stern entdeckt.
Sehr gut. Unsere Allianz ist jetzt quasi komplett. Ich glaube, mehr als drei gehen auch nicht. So, können wir hier noch was unternehmen? Ja, wir können noch erkunden und wir können noch forschen. Ging es hier noch weiter? Holen wir uns erstmal die Anomalie hier. So, ja, dann geht's mal weiter in die nächste Runde, würde ich sagen. Wir brauchen bessere Waffen. Die Pazifisten führen. Das ist auch gut so, das sind nämlich wir. Und wir haben, wir haben den Special Node gehackt und wir können jetzt einen zweiten Migrationssender installieren. Weil wir wollten den ja quasi verlegen, weil es sicherer dort ist, weiter weg von den Rissgeborenen. Das war hier. Allerdings muss er noch aufladen, das dauert 15 Runden. Ja, so lange müssen wir noch durchhalten da oben. Aber noch ist ja nichts passiert. Noch. Aber gut, wir haben jetzt eine Allianz gebildet, zu dritt. Das stärkt unsere Position und falls die Rissgeborenen angreifen, ja, kriegen sie hier von den Lumeris Kontra, von der Seite, ja, und von unten ein wenig, von den Ungefallenen und natürlich von uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wie stehen die Hex? Das dauert, glaube ich, noch. Dauert noch 4 Runden, okay. Wir haben Bevölkerungsbonus beendet, Schemenschatten. Und ich würde sagen, so langsam ist diese Folge am Ende angelangt. Ja, wir brauchen noch bessere Waffen für diese Hauptquest-Sache. Aber es wird zunehmend besser für uns, ja. Weil wir Bündnisse schließen und wir können bald handeln mit den Lumeris. Und ja, werden militärisch auch immer stärker, obwohl wir natürlich einen Krieg vermeiden, einen offenen Krieg. Wir wollen, ja, mal sehen, wie es dann zum Schluss kommt. Ja, bin ich selbst mal gespannt. Aber erstmal sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und es geht natürlich weiter mit Endless Space Penumbra in der nächsten Episode. Ciao, wir sehen uns.